So, da geht's auch weiter bei Let's Play Mass Effect Teil 3. Wir sind immer noch auf dem Asteroiden, wo wir den Dr. Gano verfolgt haben und tun es jetzt wieder, weil er offensichtlich durchgedreht ist. Und müssen jetzt einen Weg finden. Ist er hier? Der Weg? Man kann auf jeden Fall hier drauf. Ja, das sieht doch gut aus. Wow, das war jetzt gerade ein Schuss ins Blaue, aber es hat geklappt. Weil ich habe jetzt auch zwischen den Parts nicht irgendwie geguckt, wo man weitergeht. Und ich hatte Angst, dass ich hier jetzt erstmal 5 Minuten lang rumstehe und nicht raff, wo es weitergeht. Aber okay, da oben läuft er, der Penner. Super. Der kriegt auch Unterstützung von den Reapern. Also liegt es wahrscheinlich doch an den Reapern, dass er so durchdreht. Gehe ich mal davon aus. Oh Gott. Kennen wir die schon? Die Verwüster mit ihren komischen Beuteln, die da unten haben? Nee. Okay, das war das erste Mal. Ja, die verlieren auch so kleinere Gegner. Also richtig eklige Dinge sind das. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Es kann sein, dass sie sich auch in die Luft jagen können, wenn die nah genug bei euch sind. Aber kann auch sein, dass ich mich da vertue. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe irgendwie unschöne Erinnerungen an die. Okay, und Hass kriegen wir auch noch. Ja, ich frage mich ja immer, wie es momentan so in der Gaming-Welt aussieht, wenn ich diesen Part hier hochlade, weil ich nehme die ja immer relativ im Voraus aus und dann dauert es immer ein paar Wochen, bis die hochgeladen werden. Und dann erzähle ich ja meistens, was hier jetzt gerade so los ist in der Vergangenheit, wenn ihr das jetzt seht. Und wow, okay, ein Banshee, das ist auch eine neue Gegnerart. Gut, das ist jetzt ein bisschen schade, dass sie mich getötet hat, das sowieso. Aber ich habe sie auch nicht kommen sehen. Fuck. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen schade, dass wir die jetzt schon sehen, weil die werden eigentlich, soweit ich weiß, später noch in einer Mission erst wirklich eingeführt, auch mit Zwischensequenz und so weiter. Die sehen wir natürlich auch noch, nur kennen wir sie dann halt schon. Ich gehe aber nicht weiter darauf ein, was die Banshees sind, was sie mal waren und wie sie zustande kamen und so weiter. Das erfährt man dann in dieser einen Mission da. Auf jeden Fall bleibe ich jetzt erstmal auf Abstand, falls diese Banshee schlecht kommt, weil ihr habt gesehen, die sind übel. Die Dinger. Dass die einen One-Hit killen können, habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Naja, was ich eben noch erzählen wollte, ist auf jeden Fall, ich gebe euch ja immer so Updates, veraltete Updates darüber, wie es gerade in dieser Mass Effect Remaster Trilogy aussah. Da hat sich ja lange Zeit das Gerücht gehalten, dass sie im Oktober dieses Jahres, ich hoffe, es ist noch dieses Jahr, wenn ihr das seht, rauskommen sollte. Was sich bis jetzt zumindest, und wir haben schon Mitte Oktober, wo ich das gerade aufnehme hier, nicht bestätigt hat. Weil dann auch kurz vorher noch eine Meldung durch die Presse ging, dass die unangekündigte Trilogie schon verschoben wurde aufs nächste Jahr. Aber auch dazu haben sich weder EA noch BioWare irgendwie Stellungnahme bezogen. Was halt ziemlich kacke ist, weil jetzt sitzen wir hier im Dunkeln und wissen immer noch nicht genau, ob sie kommt, wann sie kommt und überhaupt. Und mein Plan war ja eigentlich, wenn diese Remastered Collection kommt und die wirklich signifikant besser sein sollte, dann würde ich privat, weil ich privat schneller spiele, als ich hier aufnehme, halt nochmal einen Run machen durch die ganzen drei Teile. Und wenn ich dann im dritten Teil angekommen bin, den so weit spielen, wie das Let's Play jetzt aktuell ist und ab da dann mit der Remastered Trilogie Dingens weitermache. Also auch schon darauf achten, dass ich bei meinem privaten Durchspielen dann die gleichen Entscheidungen in den Vorgängern treffe. Das ist ja nicht so schwer. Das sind ja nur so ein paar signifikante, große Entscheidungen. Und ich habe keine Munition mehr, scheiße. Ja. Und dann hätte ich es ab da weitergespielt. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, dass ich noch eine Zeit lang brauche, um das hier fertig aufzunehmen. Da ist die Tür. Okay, suchen wir das Artefakt. Aber ob das dann auch alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Nicht, dass ich da kurz vorm Ende bin und dann kommt erst die Trilogie raus. Das wäre ein bisschen doof. Das ist aber auch, ey, das ist wirklich so eine Sache, da warte ich jeden Tag auf irgendeine offizielle Ankündigung. Weil ich da mich schon ewig drauf gefreut habe, dass sowas mal kommt. Und dann haben sich ja diese Gerüchte bestätigt. Dann gab es auch schon offizielle Boxcover davon und so. Und eigentlich ist sie schon angekündigt, nur noch nicht offiziell. Das war so ein Ding, da habe ich mich dieses Jahr noch echt drauf gefreut. Ich gehofft habe, dass sie echt noch im Oktober rauskam. Es wäre noch mit eins meiner Spiele-Highlights gewesen. Scheiß auf Cyberpunk und den ganzen Rotz. Ich will nochmal Mass Effect haben in geil. Aber ist bis jetzt nichts draus geworden. Leider. Was war das?
Die Energieversorgung der Tür wurde wohl unterbrochen. Die Problemstellen sind da draußen. Wir sollten diese Reparaturdrohne schicken. Wir müssen sie eskortieren. Leider ist die Drohne beschädigt und läuft auf Reserveenergie. Dann sollten wir uns beeilen. Tolle Wurst. Okay, eine Escort-Mission. Das macht mir diese ganze Story-Mission hier schon wieder relativ unsympathisch. Na gut, ich gebe mein Bestes. Okay. Und kommen schon Gegner? Ja, da kommen sie schon. Hier sind auch direkt wieder Dicke dabei. Sie einen nicht mal irgendwie erstmal aufwärmen lassen, bevor sie einen mit den ganzen dicken Viechern beballern. Nee. Hauen direkt alles rein. Eine Reparatur abgeschlossen. Noch eine. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Ah, nee, der kann so ballern. Genau, der kann nicht explodieren. Der hat irgendwelche starken Waffen noch. Irgendwas war da. Oh Gott, da steht ja noch einer. Der Husks. Lass die scheiß Drohne in Ruhe. Ja, ach was. Danke für den Hinweis, Liara. Nicht so einfach, wenn man von allen Seiten beballert wird. Da, die hat so komische Raketenwerfer, genau. Boah, shit. Okay, ich hoffe, das klappt. Verstanden. Ich bin dabei. Wir sind ja schon da. Boah, ich muss in Deckung. Was ist das? Da lag was auf dem Boden. Ich guck's mir gleich an. Das Nachladen immer. Reaper Blackstar. Achso, das ist so eine Einmalwaffe. Was, eine Banshee? Okay, dann ist die Waffe vielleicht gerade gar nicht so schlecht. Bam! Zurück jetzt! Die Tür müsste online sein! Okay, könnte ich diese Waffe vielleicht immer haben? Wäre das möglich? Krass. Banshee wird gerade mit einem Schuss erledigt. Ups, ich wollte eigentlich hier rüber. Elegant rüberspringen, hat nicht so geklappt. So, dann kommt. Genau, es gibt keinen Kommen mehr. Hoffe ich mal. Kannst aber auch nicht mit Sicherheit sagen. Oh Gott, diese Windows 95 Türen schon wieder. Geh auf. Geh auf. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Das Artefakt. Wie in Brysons Büro. Weg da, ich kann schießen! Zurück. Garnon! Shepard, hier drüben. Was haben Sie? Das war nicht Ganu, sondern das hier. Er ist wohl schon eine Weile tot. Leviathan kann also Bryson töten lassen, diese Kolonie übernehmen und alle als Marionetten benutzen. Noch irgendwas Brauchbares? Verschlüsselte Daten und ein persönliches Log mit 8 verpassten Anrufen von einer Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung. Okay, die scheinen wohl wieder normal zu sein. Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist?
Nicht wirklich. Ich erinnere mich, es war kalt. Ich erinnere mich an das Gefühl. Kalt und dunkel. Wenn dunkel ein Gefühl ist, habe ich genau das gespürt. Das klingt mysteriös. Erkennen Sie diesen Mann? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Jemand hier hat ihn getötet. Jemand hier? Wie ist das möglich? Es tut mir so leid. Ja, das gilt es hier herauszufinden. Dieses Artefakt, wissen Sie, woher es kam? Es kam aus der Mine. Genau. Die Zentrale sollte jemanden schicken. Und an mehr kann ich mich kaum erinnern. Cortez, wie ist die Lage? Können Sie das Shuttle herbringen? Positiv. Sehr seltsam. Vor ein paar Minuten sind die Reaper-Streitkräfte einfach abgezogen. Reaper? Was ist ein Reaper? Welches Jahr haben wir Ihrer Meinung nach? 2176. 2176 war vor 10 Jahren. Was? Arrangieren Sie für diese Leute eine Evakuierung in vorübergehende Quarantäne. Keine Erinnerung an die letzten 10 Jahre. Da haben Sie aber viel nachzuholen. Anscheinend hat Leviathan nicht nur die Macht, einen Reaper zu zerstören, sondern kann auch indoktrinieren. Könnte er selbst ein Reaper sein? Das kann sein. Ja, wir brauchen diese Macht, würde ich jetzt nicht direkt sagen, weil das wird mir alles ein bisschen zu heikel. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt wirklich noch helfen kann. Wir müssen erstmal mehr herausfinden. Wenn er ein Reaper ist, will ich wissen, was er vorhat. Wie lange ist er schon da draußen? Und noch wichtiger, warum? Edi, haben Garnots Notizen etwas ergeben? Ja, Garnot hat wohl einen Weg gefunden, die Gedankenkontrolle durch das Artefakt zu blockieren. Das Artefakt scheint der Schlüssel zu sein. Sieht so aus. Wenn ich wieder in Brysons Büro gehe, sind Sie dabei. Jawohl, Commander. Ich will wissen, was zum Teufel diese Artefakte wirklich sind und was sie können. Sie sind mächtig, was sie auch sind. Und gefährlich. Und eines davon liegt direkt hier, mitten auf der Citadel. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Vielen Dank. Dann lesen wir uns die Nachricht doch mal durch. So, das war anscheinend noch nicht alles, was zu dieser Mission dazu gehört. Spectre-Status bestätigt von Ashley Williams. Commander, Udina hat mir ein Angebot gemacht und ich habe angenommen. Ich bin jetzt ein Spectre. Unglaublich. Aber hat das überhaupt noch eine Bedeutung, jetzt wo alles zusammenbricht? Autorität, Ressourcen, Freiheit, das ganze gruselige Paket. Aber ich weiß nicht. Sie wissen jedenfalls, wovon ich rede. Schauen Sie doch mal im Krankenhaus vorbei, wenn Sie können. Man behält mich noch hier, aber ich habe vor, in Kürze abzuhauen. Ashley. Cool. Dann können wir Sie vielleicht sogar rekrutieren, wenn wir Glück haben. Commander? Okay. Müssen wir jetzt wieder zurück zur Citadel? Kann es sein, dass wir jetzt dieses Dingens forschen. Oh, guck mal, hier gibt es irgendwas noch zu scannen, anscheinend. Mal gucken, ob wir das finden. Ah, da ist es. Sehr schön. Was ist das? Treibstoff? Ja. Ah, Treibstoff ist auch okay. So. Ah, guck mal, das andere kann man tatsächlich noch scannen. Okay, ich dachte, es geht nicht. Dann hätte ich das letzten Part schon gemacht, aber gut, man lernt ja nie aus. Ja, natürlich kommen hier jetzt die Reaper. So, was haben wir denn hier? Auf diesem Planeten. Was versteckt sich denn hier Schönes? Kunstdiamantenkühlkörper. Aha. Gut, ich frage einfach mal nicht nach, was das ist. Hauptsache, es hilft uns irgendwie. Das letzte finden wir jetzt natürlich nicht. Das ist natürlich wieder sehr ärgerlich. Da kommen sie. Reaper Umgang. Okay, ich gucke trotzdem nochmal, ob ich es finde. Der setzt mich hier rechts ab. Das heißt, es muss wahrscheinlich irgendwo links sein. Komm schon.
Der scannt auch teilweise so langsam. Das nervt voll. Vielleicht ist hier auch gar nichts mehr und die verarschen uns einfach. Boom, durch die Mitte. Ausweichen erfolgreich. Okay, gehen wir später gucken. Ich muss jetzt zum Massenportal. Sonst sind wir hier noch ewig dran. Reaper umgangen. So. Ja, in Brysons Labor zurückkehren. Gut, machen wir das. Wir wollen ja natürlich abschließen. Erstmal die Mission, bevor wir jetzt wieder mit was anderem anfangen. Aber schickt euch einmal quer durch die halbe Galaxie hier. So, hallo. Andocken bitte in Dr. Brysons Labor. Wir müssen das Artefakt, das Sie hier haben, sofort abschirmen. Mit Ganos Daten sollte ich das ohne Probleme schaffen. Das verdammte Ding war die ganze Zeit hier. Warum sind wir nicht betroffen? Vielleicht ist der beim Artefakt verbrachte Zeitraum der Schlüssel. Nach einer bestimmten Zeit erhält Leviathan eine beeindruckende Fähigkeit zur Gedankenkontrolle. Das würde Sinn machen, warum die anderen da 10 Jahre lang anscheinend so rumgegeistert sind. Ich finde das extrem gefährlich. Brysons Assistent wollte mich töten. Vielleicht hat Leviathan ihn kontrolliert, um sich zu schützen und Leute von seiner Spur abzubringen. Mag sein. Das zeigt nur, dass wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Trotz des Risikos bleibt das Artefakt unsere einzige Verbindung zu Leviathan. Vielleicht finden wir hier im Labor mehr Informationen darüber. In Ordnung. Vielleicht hat Brysons Team etwas entdeckt, das wir übersehen haben. Ich schaue mich um. Jetzt dürfen wir uns wieder das Labor angucken und durchsuchen. Muss das sein? Na gut, machen wir das mal. Datei vielleicht. Energiemissionstest-Artefakt. Der erste Text des Tests. Das Artefakt wurde negativ auf Infrarot- und Ultraviolett-Emissionen getestet. Keine Gamma- oder Röntgenstrahlen gemessen. Nachfolgende Tests. Das Artefakt zeigt keine Reaktion auf verschiedene Stimuli. Interne Messungen bleiben ohne Ergebnis. Keine Fortschritte bei der Bestimmung des Alters. Ich war vermutlich die ganze Nacht hier, nur um herauszufinden, dass dieses Ding vollkommen unwichtig ist. Bin am Schreibtisch eingeschlafen. Schlussfolgerung. Das Artefakt ist definitiv inaktiv und ungefährlich. Ich empfehle es, zu Referenzzwecken hier zu behalten. Wir sollten allen in seiner Nähe bleiben. Auf lange Sicht ist es vielleicht nützlicher als Leviathan. Ich empfehle, die Suche nach Leviathan abzubrechen und produktiveren Studien nachzugehen. Sie haben das Artefakt auf Energieemissionen getestet. Und nichts gefunden. Ich empfehle trotzdem, die Abschirmung aufrechtzuerhalten. Ja, das empfehle ich auch. Das ist sehr skill. Irgendwas Interessantes an der Struktur des Artefakts? Es besteht nicht aus den Standardkomponenten normaler Reaper-Technologie. Sonst nichts Besonderes. Okay. Gut, haben wir hier noch was? Nee. Zum Glück markiert er auch nur die neuen Sachen, die man nachgucken kann. Nicht, dass er die ganzen alten Items, die man schon gefunden hat beim ersten Mal, dass die dann auch nochmal markiert werden, dann sucht man sich ja dumm und dämlich. Ah, da ist was. Projektdaten. Edi, an welchem Projekt hat Gano gearbeitet, als er das Artefakt gefunden hat? Basilisk. Haben Sie etwas über Basilisk? Mehrere Schiffe, eine mythische Kreatur und einen seltenen Feind mittleren Grades in dem Videospiel Galaxy of Fantasy. Er verfügt über einen Blickangriff, der synchronisierte Kills auslösen kann. In den Spielerforen gilt er als zu stark. Ich meinte das Projekt, Edi. Oh. Also, nein. Es muss jedoch etwas über das Artefakt zu finden sein. Was ist mit dem Server? Brysons Assistent hat den Büroserver gelöscht und alle Backups zerstört. Wahrscheinlich vor dem Mord an Bryson. Aber laut Aufzeichnungen hat Bryson neue Nachrichten oben auf seinem persönlichen Computer. Einen Blick ist es wert. Auf jeden Fall. Okay. Dieser Fakt mit dem Spiel war ganz lustig. Wäre schön, wenn es auch ein echtes Spiel wäre. Vielleicht ist es auch eins, was ich noch nicht kenne, aber
da müssten sie die Rechte dafür haben, um das zu nennen. Und das wäre, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu teuer. Okay, der persönliche Computer. Gucken wir doch mal nach. Eine Nachricht von Dr. Brysons Tochter Anne. Laut meinen Informationen hat sie für ihren Vater gearbeitet. Ich bin an der Ausgrabungsstätte im Pylos-Nebel. Projekt Scarabeus ist ein Erfolg. Ich habe noch ein Artefakt, so wie das von Garneau. Ich glaube, es kann das Verhalten beeinflussen. Du musst das in deinem Büro abschirmen. Ich wollte Garneau warnen, komme aber nicht durch. Reaper-Kundschafter nähern sich dem Hauptlager. Ich gehe zur Sekundärausgrabung, um die Forschungsergebnisse zu retten. Anne Bryson wollte Garneau auf der Asteroidenkolonie kontaktieren. Sie scheint etwas über das Artefakt zu wissen. Und sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Sie klang besorgt. Völlig zu Recht, wenn Reaper-Truppen im Anmarsch sind. Hoffentlich sind wir vor ihnen bei ihr. Sie sagte, sie sei im Pylos-Nebel beim Projekt Scarabeus. Es gibt in diesem Cluster mehrere Systeme. Ich rufe den Nebel auf der Galaxiekarte auf. Wir könnten auch das Labor nach Hinweisen auf ihre Position durchsuchen. Och nee, muss ich jetzt schon wieder... Na gut. Gucken wir mal. Die Reaper. Hoffentlich finden wir Anne vor ihnen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, was uns hier einen Hinweis darauf geben könnte. Können Sie das identifizieren, Edie? Es stammt von einer Prä-Raumfahrtkultur, aber davon gibt es im Pylos-Nebel keine. Das ist krass. Eine Höhlenmalerei von einem Reaper. Das zeigt, wie lange die eigentlich schon unter uns sind. Datenpad. Gibt es in Anne Brysons Berufsleben Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Relevantes. Halt nicht. Könnte es sein, dass Projekt Scarabeus etwas mit Element Zero zu tun hat? Unwahrscheinlich. Der Projektausrüstungsschrank ist vielversprechender. Wo ist der? Irgendeine Verbindung zwischen Projekt Scarabeus und diesen unerklärten Kreaturensichtungen? Außer Leviathan selbst? Nicht. Also gibt es hier schon mal nichts zu finden? Hier ist nur eine Konsole. Sind das die Schiffe, die Dr. Bryson und sein Team benutzt haben? Ja. Wenn wir herausfinden, mit welchem Schiff Anne Bryson zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das vielleicht weiter. Na, gucken wir doch mal. Sind das die Schiffe, die Dr. Bryson und sein Team benutzt haben? Gleiche. Ja. Wenn wir herausfinden, ja, wir haben es verstanden. Zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das da ist dieser Spind. Der Schrank ist gesichert. Wir brauchen eine Zugangskarte, um ihn zu öffnen. Natürlich brauchen wir die. Wer hätte das gedacht? Was ist mit der kriminellen Aktivität im Pylos-Nebel? Da das Gebiet zur Attika-Traverse gehört, sind die Berichte bestenfalls unzuverlässig. Na gut, also bringt uns das auch nicht weiter. Hier können wir auch nichts mehr eingrenzen. Wir haben vorhin Proteaner-Daten gefunden. Gibt es Ruinen im Pylos-Nebel? Keine proteanischen. Brysons Assistent, Hadley. Gibt's was Neues über seinen Zustand? Er ist im Wachkoma. Die Ärzte glauben, der Status ist permanent. Aber die Bergarbeiter haben sich nach der Zerstörung des Artefakts erholt. Hadley verlor das Bewusstsein, als er ihre Fragen über Leviathan beantworten wollte. Es könnte der absichtliche Versuch gewesen sein, ihn dauerhaft zum Schweigen zu bringen. Also sind wir dran schuld, willst du gerade damit sagen, ja? Hab ich das richtig verstanden? Ah, guck doch mal an. Zugangskarte für den Ausrüstungsschrank? Ja. Den Daten zufolge wurde er zuletzt von Anne Bryson benutzt, um Ausrüstung für das Projekt Scarabeus zu erhalten. Dann könnte uns das ja vielleicht weiterhelfen. Wollen doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. Windschutzausrüstung? Sehen Sie einen Anzug? Kein Schutzanzug erforderlich. Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. Sturmgewehr Universalklinger, die kann man tatsächlich vorne ans Gewehr dran machen und dann Leute damit pieksen.
Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Okay, wir haben noch was. Achso, nee. Das war ja das. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Okay, und dann, da wir wahrscheinlich nicht mehr finden, können wir diese Systeme ja auch dann direkt anfliegen, oder? Ich meine, wir werden das schon irgendwie rausfinden. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zurück zur Normandy. Hätten natürlich eigentlich auch erstmal ins Huerta-Krankenhaus gehen können, um da nochmal Ashley zu besuchen. Aber okay, das können wir auch ein anderes Mal machen. Dann gucken wir halt kurz, ob wir diese Karte jetzt finden. die Planeten meine ich. Da hinten leuchtet was. Das war das, wo wir vorher waren, ne? Callisthen Rift. Pylosnebel. Da ist es doch. Dann fliegen wir da erstmal hin. Und dann müssen wir wieder ein bisschen scannen. In der Hoffnung, dass die Reaper uns nicht wieder direkt entdecken. Signal bestätigt. Na guck mal, hier ist direkt was. direkt vor uns. So, was gibt's denn hier Schönes? Suche erfolglos. Auf dem Scans-Planeten sind einige kürzlich verlassene Ausgrabungsstätten zu sehen. Setzen Sie Luke fort. Es gibt kein Anzeichen von Anne Bryson in diesem System. Ja, das macht ja nichts, aber ich habe gedacht, wir hätten vielleicht hier mal so ein bisschen so Items bekommen oder so, die wichtig sind. Ich sehe, die uns helfen können. Ich wollte gerade sagen, so geht das nicht. Ich habe die Taste schon gedrückt, aber irgendwie hat es nicht reagiert. So, und hier? Na, siehst du, immerhin kriegst du Aktivfosseln bekommen. Boah, da oben ist das Ding. Wahrscheinlich komme ich jetzt nicht mehr dahin, ne? Könnte ich mir so vorstellen. Natürlich kommt da direkt ein Reaper um die Ecke. Und ausgetrickst. Und dahin. Und wahrscheinlich wird es jetzt dunkel. Ja, verdammt, sie haben mich erwischt. Okay, es geht ja zum Glück nie was verloren. Außer ein bisschen Zeit. Gut, dann fliegen wir einfach mal weiter. Oh, ich bin auch voll wieder mit dem Treibstoff. Hier haben wir doch was. Okay, wir müssen noch gleich zum Ende kommen. Deswegen scanne ich jetzt hier nochmal schnell. So, ist hier wenigstens was versteckt? Ja, sehr gut. Okay, und hier haben wir auch direkt schon das zweite. Wieder Treibstoff, aber es macht ja nichts. Aber das wenigstens zu 100%. Nur das da unten halt nicht. So, eigentlich müssen wir hier hin. Signal bestätigt. Aha, Namakli. Ist das vielleicht der richtige Ort schon? Wir werden es gleich herausfinden. Badabam. Nee. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Achso, doch, das war. Okay, ich dachte, das wäre jetzt wieder eine Anzeige von wegen mit... Nee, war falsch. Sorry. Aber wir haben hier noch irgendwo was versteckt anscheinend. Das suche ich noch. Und dann müssen wir... Da ist es. Und dann müssen wir aber auch leider erstmal zum Ende kommen. Weil wir haben keine Zeit mehr. Aber im nächsten Teil geht es dann weiter. Und dann versuchen wir Anne Bryson zu finden. Und vielleicht dann endlich auch mal Leviathan. Die Mission zieht sich ja doch länger, als ich gedacht habe. Aber es macht ja nichts. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.